Das Vlogger-Treffen am Chiemsee rückt immer näher. Datum ist gesetzt, Treffpunkt ist ausgemacht. Und jetzt habe ich mir gedacht, fahre ich mit euch mal schnell rüber zum Chiemsee und zeige euch, wo wir uns da treffen. So, wunderschönen Ostermontag haben wir heute, nochmal ein Feiertag. Wetter ist ein bisschen windig, aber mega sonnig und warm. Das heißt, wir machen eine kleine Motorradtour und eine Besonderheit, die Michaela fährt heute auch, die schnappt sich die Suzuki. Die hat sie nämlich von mir zum Geburtstag bekommen dieses Frühjahr. Und mit der wird sie heute fahren. Und das ist eine kleine Premiere. Es ist nämlich seit vielen Jahren das erste Mal, dass die Michaela Motorrad fährt. Und wir haben neulich mal eine ganz kurze Übung gemacht. Das war aber nicht recht viel mehr als ein bisschen auf- und abfahren, einen Block weiter und kurz zu ihrer Oma. Einfach damit sie das Gefühl fürs Handling, Blinken, Licht an, Licht aus und so weiter, ein bisschen, sich wieder ein bisschen dran gewöhnt. War du voraus? Das Trostberg ist mal ganz gut geschafft. Das ist ein Schnarcher davon. Ich sag, das ist ein Schnarchzapfen davon. Temperaturen sind klasse, aber wie zu Hause schon vermutet, der Wind ist heute der Hammer. Also mich bläst hier teilweise rechts, links, halb vom Moped runter. Nee, so schlimm ist nicht. Ich übertreibe gern. Aber es ist vor allem, wenn von links der Wind kommt und dann gibt es von rechts eine Windwatsche. Das ist schon sehr unangenehm beim Fahren. Vor allem dann jenseits der 80 km/h, sag ich mal. Macht sich das beim Fahren so, macht so ein bisschen ungutes Gefühl. Also vom Prinzip her ist es super einfach zu finden. Ihr fahrt mit der Bahn oder mit dem Auto hier auf den Parkplatz vom Hafen. Dann geht ihr hier bis zum unteren Ende des Hafens weiter. Und dann anschließend seht ihr da drüben so ein kleines Hotel, das heißt Luitpold am See. Und links vom Hotel geht so ein kleiner Pfad durch, da kommt ihr direkt rüber zu diesem Spielplatz und zur Strandpromenade. Es sind auch überall schön diese weißen Schilder, wo drauf steht, zur Strandpromenade, da müsst ihr hin. Und die Strandpromenade geht quasi außenrum einmal komplett um diesen Spielplatz, auf dem wir uns treffen. Also nochmal, der Treffpunkt ist der Spielplatz, nicht der Hafen selber. Aber am Hafen werdet ihr rauskommen, wenn ihr entweder mit der kleinen Chiemseebahn fahrt oder wenn ihr mit dem Auto herkommt und irgendwo parken wollt. Da habt ihr halt hier wunderbar für den ganzen Tag Parkplätze davon. Für Motorradfahrer kostenlos. Heimwärts vom Chiemsee fahren wir jetzt übrigens gerade die Strecke über, also auch wieder über Trostberg, aber da gibt es zwei Varianten, wie man zum Chiemsee kommt. Und wir fahren jetzt gerade über Altmark. Eine etwas kurvenreichere Strecke, aber leider auch etwas mehr Verkehr, mehr Ortschaften, so als durchfahren. Deshalb wir da auch nicht hin und zurückfahren, sondern eben hinwärts einmal über Obing und rückwärts fahren wir dann über Altmark. Aber von allem so ein bisschen was. Und tut sich denn massiven Verkehr nicht so an hier. Wobei es gar nicht so schlimm heute ist wie erwartet.
of changes, but you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places, but we were young and unaware. Gleich aus das Clubhaus. Oh, I got you, there's no reason to chase payment on my own, cause you're here to stay every night.